Hallo Leute und herzlich willkommen zum Bonuspart von Broadcheck Zero 2. Der scharlachrote Schmetterling Wii Edition. Ja, ich dachte mir mal, ich nehme mal alles beim vollen Namen. Wir haben hier, wie ihr seht, alles durchgespielt. Ein Run. Ja, ich möchte die Daten laden, ne? Und wir gehen ins Geisterhaus. Die Hand dieses Spiels ist frei erfunden. Ewige Ähnlichkeit mit lebenden Personen, bla bla bla. So. Die Frau ist echt nett. So. Hab keine Angst. Suche nach Puppen. Fotos von Geistern. Ziehe gut und banne deine Geister auf Filme. Erreiche dein Ziel, ohne deine Angst zu zeigen. Es erwarten dich immer neue, schockierende und schreckliche Momente. Sei dem Geisterhaus auf Fenstern immer auf der Suche voraus und suche im Geisterhaus nach versteckten Puppen. Und Fotos von Geistern. Ich bin eigentlich ein kleiner Schisser. Oh Gott, ich werde heute Nacht sowas von Albträume kriegen. Ja. Danke. Halte A gedrückt, um nach vorne zu gehen. Neige den Control-Stick nach links und nach rechts, um dich umzustehen. Schüttel die Wii-Fernbedienung nach hinten und erneut nach vorne zu sehen. Einführung. Halte die Wii-Fernbedienung ruhig. Hier in Geisterhaus gibt es jede unnötige Bewege sie möglichst wenig, während du versuchst, dein Ziel zu erreichen. Wenn du dich fürchtest, sammelst du Schadenspunkte. Deine Anzeige unten links auf dem Bildschirm um deine Anzeige neigt die Herzenstufe. Bei der Stufe 3 ist das Spiel vorbei. Erreiche das Ziel. Naja. Man merkt übrigens, was in dem Krankenhaus aus dem vierten Teil. Irgendwie war das gerade strange. Wie gesagt, ich bewege die Fernbedienungen nicht und trotzdem erhalte ich. Ich mache gar nichts, ich bewege sie überhaupt nicht. So. Wählen wir die Route A. Ich bewege meine Hände nicht. Ich mache ehrlich nichts. Das ist furchtbar, der Modi. Und ich meine das eher mit den
Boah. Mit den, ja. Mit der nicht bewegen, ne? Ich dürfte eigentlich auch fast nichts reden, weil, ja, selbst das darauf reagiert das. Entschuldigt, dass ich auch gerade ruhig bin. Ich versuche einfach nicht, dass die Fernbedienungen sich bewegen. Ich erwarte ja immer, dass irgendwas hinter einer Tür auf mich wartet. Ich glaube, das geht gar nicht, weil es laden muss. Oh, ein Ball. Ja, ein paar Elemente aus dem zweiten Teil haben sie eiskalt einfach hier reingepresst. Ich hab mich nicht bewegt. Also falls das gruselig sein soll, es ist es nicht. Ich bewege die gottverdammte Fernbedienung nicht. Legt sie das nächste Mal irgendwo hin? Gut, das wäre das nicht ziemlich blöd in Szene gesetzt gewesen, hätte mich das echt jetzt gerade ein bisschen erschrocken, aber. Ja, die Szenen sind teilweise. Im Grundgedanken ja. Oh. Ein scharlachroter Schmetterling. Ich bin wohl am Ziel, meine Eise. Geil. 0, 6, Mittelstärke. Deine einsame Seele ni sieht nicht nur fassbare Dinge. Die Sphäre, das Übernatürliche, ist dir ein Buch mit 7 Siegeln. Es erstaunt mich gar, dass du mich sehen kannst, doch ich kann dir versichern, ich bin real. Spürst du meine Hand auf deiner? Letzten Endes war alles ein gutes Ergebnis, aber ich bin einfach, einfach durchgelaufen. Das Problem ist, ich kann die Wii-Fernbedienung nicht bewegen. Aber ja, das war eigentlich nur als Beispiel, wie dieser Modus läuft. Damit ist der Part auch schon wieder vorbei. Und damit endet auch offiziell Project Zero 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht spielen wir mal einen anderen Teil dieser Reihe. Mal schauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.